Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute bei der 17. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen, den Podcast für alle Leute, die gerne mehr über Wein erfahren möchten, für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Weintrinker und Weinfreunde. Ja, heute das versprochene Interview mit Beata Kessler, ihres Zeichens Ungarin und Weinexpertin für ungarischen Wein und damit natürlich auch für Tokaj. Ja, Beata hat mich letzten Donnerstag, also sprich, das war der 18., glaube ich, der 18. Oktober besucht und wir hatten dann bei mir zu Hause, das fand ich auch sehr schön, ich sehe gerade, der 17. war es, auch sehr schön, mal einen Bekannten, einen Kollegen, einen Kurskollegen sogar bei mir zu Hause begrüßen zu dürfen. Und sie hatte zwei leckere Weine dabei, von Grand Tokaj, einmal ein Somorodny und einmal ein Protonius 5. Und erst hat sie ein bisschen über sich erzählt, wie so üblich. Und dann haben wir über das Tokaj als Anbaugebiet gesprochen und sind dann langsam aber sicher in die Verkostung übergegangen der beiden mitgebrachten Weinen. Ja, Beata, sie wird es gleich selber noch erwähnen, habe ich in Geisenheim kennengelernt. Dort habe ich ja meinen Weinakademiker und das Diploma in Wine and Spirits gemacht, genau wie sie. Bei ihr fehlt noch die Abschlussarbeit, dann darf sie sich auch so nennen. Das macht aber ihrer Kompetenz keinen Abstrich. Und ich hoffe, euch gefällt das Interview. Es dürfte eine etwas bessere Tonqualität sein, weil ich es mit meinem Aufnahmegerät eben zu Hause gemacht habe und nicht über Skype. Und bevor wir gleich einsteigen mit der Selbstvorstellung, wollte ich euch nochmal kurz berichten, was bei mir so los war. Ja, das letzte Wochenende war ein toughes Wochenende, 5 Tage am Stück, die im Zeichen des Weines standen. Am 17. ging es eben los mit dem heutigen Interview. Am 18. und 19. hatte ich ein Spezialweinseminar bei Schacks Weindepot in Dagelfingen in München und Erding gemacht. Am Sonntag ging es dann weiter bei der VHS. Da habt ihr vielleicht auch meinen Facebook-Eintrag schon gesehen hierzu. Und am Montag war ich dann selber Gast auf einer ultra interessanten Weißweinverkostung für spanischen Wein mit David Schwarzwälder und einer ganzen Handvoll Weinakademiker, die hier im Münchner Umland wohnen. Dort haben wir uns abends dann getroffen bei Garibaldi in München und hatten 18 hochspannende Weißweine aus Spanien probiert. Ja, jetzt bin ich ein bisschen durch mit Wein, jetzt brauche ich erstmal eine kleine Pause und freue mich aber dann auch schon wieder auf die nächste Aufnahme mit Weinen in unserem Podcast. Im November stehen nochmal weitere Seminare bei Schacks Weindepot an. Ihr könnt euch auch gerne bei mir melden, wenn ihr Lust habt auf ein Seminar. Vielleicht auch im privaten Rahmen, das mache ich nämlich auch sehr gerne oder vielleicht sogar am liebsten. Da komme ich zu euch nach Hause mit meiner Kühlbox unterm Arm. Wir machen vorher ein Thema aus, das ihr gerne mal im Detail betrachten wolltet. Dann besorge ich die Weine und komme dann zu euch nach Hause und im Freundeskreis macht es dann mir besonders Freude, über Wein zu sprechen. Ich möchte die Gelegenheit auch nochmal nutzen, euch auf die Portweinmesse hinzuweisen, die ja am 29. November in Leverkusen stattfindet, die von Axel Probst ausgerichtet wird, wo die Vintage-Portweine des aktuellen Jahrgangs verkostet werden. Wer da hingehen möchte, kann sich wie gesagt bei mir melden und bekommt dann freien Eintritt zu der Messe und ich kann leider nicht kommen, weil ich beruflich verhindert bin, aber wenn einer von euch
dort sich mal Portwein im Detail anschauen möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei mir oder beim Axel direkt zu melden und die Portweinmesse ohne Eintrittspreis zu besuchen. So, dann möchte ich es kurz halten. Das Interview dauert fast eine Stunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Ich heiße Beata Kessler, geborene Ungarin. Das wird alle mit meinem Akzent bestimmt hören. Ich arbeite in der Weinszene seit circa 10 Jahren. Vorher habe ich im Tourismusbranche gearbeitet. Studiert habe ich Ökonomie für Tourismus und dann später habe ich irgendwie ganz privat als Hobby zu Wein gekommen. Und mein Mann dachte, ja, ich war zu viel zu Hause mit Kindern. Okay. Und ich brauche etwas, mich ein bisschen ablenken von Kinderkram und Windelwechsel. Und dann habe ich immer mehr Veranstaltungen besucht. Da habe ich die Caro Maurer kennengelernt. Ah, okay. Und eine der wenigen deutschen Master of Wine und ich glaube, die erste Frau, glaube ich, die es auch die geworden ist. Die war die erste, genau. Und nach einer Veranstaltung, was sie moderiert hat, habe ich sie angesprochen und gefragt, ja, was ist die Empfehlung, was sollte ich studieren, dass ich relativ schnell und qualitativ besser drankomme und Wein studieren kann und nicht viele Nebenwege mehr nehme. Und dann hat sie Weinakademie Österreich empfohlen, da habe ich dann beim Wine and Spirits Education Trust, wo du auch studiert hast. Genau, da haben wir uns ja auch kennengelernt in Geisenheim. Genau, und dann habe ich mein Studium fertiggebracht, also ich habe auch das Diplom. Bei mir fehlt noch ein Diplomarbeit, dass ich auch den Titel, dass du schon hast, Weinakademiker zu haben. Das ich dachte eigentlich ehrlich gesagt, dass man ohne die Arbeit auch Diplome auf Wein hat und das dann nur Level 5 dann oder was ist. Dann das Diplom hast du, habe ich auch, aber dieser Extratitel kriegst du mit dieser Arbeit. Ja, und so ging's los. Dann habe ich erst, weil ich Ungarin bin, hier in Deutschland habe ich zuerst mit ungarischen Weinen gearbeitet, jahrelang. Da hatte ich meine eigene Firma Ungaricum. Wir haben importiert und verkauft, online verkauft meistens. Und irgendwann, das war zu viel Arbeit und nicht so viel gebracht, wie ich reingesteckt habe. Da habe ich das Ganze verkauft. Brennt nicht, aber den Inhalt schon. Und arbeite ich jetzt in der Marketing-Szene, Digital-Marketing, digitales Marketing, wo wir relativ allein sind als Agentur, die Wein. Wir machen für Weingüter, Regionen, Konsortien digitales Weinmarketing, Promotion für Veranstaltungen, Messen oder einfach mit dem Ziel, Wein zu verkaufen. Da sind wir, ich glaube, relativ alleine auf dem Markt, die das ganze Lebenskreis mit Promo und Verkauf durchziehen können. Okay. Ja, so viel über mich. Und wer quasi so Dienstleistungen mal buchen möchte, der kann natürlich gerne auf dich zukommen auch. Und in den Shownotes für unsere Hörer, da wird auch dann der Link auf deine Firmen-Homepage dann natürlich zu finden sein, dass die Leute dann direkt mit dir in Kontakt dann treten können. Dankeschön. Würdest du denn jetzt im Nachgang sagen, dass die Ausbildung zum Weinakademiker oder Diplom in Wine and Spirits, war das der versprochene Durchbruch? Und wie groß würdest du den Nutzen einschätzen, diese Ausbildung zu machen? Sehr groß. Also ich glaube, wie überall, die Network ist sehr wichtig. Und ich kenne die meisten aus dieser Zeit oder später schon mit der Ausbildung bin ich zu Veranstaltungen gekommen, wo ich dann natürlich mehr Leute kennengelernt habe. Aber das war absoluter Durchbruch, dass ich da in die Weinszene reingekommen bin. Du bist auch anders angesehen, wenn du studiert hast. Die wissen, dass du verstehst, worüber du redest. Und du bist ernst genommen. Also auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, das war eine gute Idee. Also meine Mentorin, ich habe die Level 1 bis 3 in Wiesbaden auch gemacht, bei der Silvia Miebach, bei
Heinz Hein, der Importeur für Südamerika. Und die hat auch immer von Anfang an gesagt, also das ist halt einfach, das Netzwerk ist eigentlich das, der wahre Wert, den du jetzt mit dieser Ausbildung machst. Und wenn ich jetzt im englischsprachigen Raum unterwegs bin, in den USA oder sowas, und da reden eigentlich alle nur vom WSET. Und wenn man halt dann sagt, man hat den und den Level, dann ist das in den meisten Fällen schon ein Türöffner, muss man sagen. Und das ist eigentlich der große Vorteil, dass man halt mehr offene Türen hat, wie jetzt vielleicht ein normaler. Ne? Ich arbeite als Juror beim Concours Mondial de Bruxelles, Berliner Weintrophy. Und da brauchst du auch Hinterwissen. Also das ist nicht genug, dass ich einen Wein probieren kann. Ja, ja. Da musst du schon dein Wissen auch da haben. Und das bringt mich vor. Und da lernst du auch Leute kennen. Also dass einer von dem anderen kommt und auf jeden Fall ein Studium. Ich finde es nur in Deutschland ein bisschen komisch manchmal, weil hier ist halt die Konkurrenz zu den Sommeliers. Bei mir ist dann immer so, also Konkurrenz in Anführungszeichen, weil eigentlich sehe ich die gar nicht, aber die Leute können hier mit dem Diploma auf Wein hier relativ wenig anfangen. Also die Winzer natürlich schon, aber wenn du jetzt mit Endkunden in Kontakt kommst, dann musst du immer so ein bisschen erklären, was ist ein Weinakademiker und ist es sowas Ähnliches wie Sommelier? Und eigentlich nicht. Also es hat gar nichts, relativ wenig miteinander zu tun. Ne? Also die Ausrichtung ist schon, denke ich, beim Sommelier viel stärker die Gastro-Schiene, die bei uns auch angerissen worden ist, aber halt nicht so groß war. Es geht da eigentlich mehr ums Wein-Business und deswegen sagt wahrscheinlich den meisten Endverbrauchern der Titel weniger, aber in der Branche zählt es auf jeden Fall einiges. Gell? Ja. Und dann war das quasi von langer Hand geplant, dass du da auch beruflich in der Weinszene dann Fuß fassen möchtest und das beruflich dann umsetzen möchtest. Also du wolltest dem Tourismus dann letzten Endes schon den Rückenkehr mit dem Ziel im Wein zu arbeiten dann. Ja, weil ich Mama bin, erster Linie Mama mit, also von 4 Kindern bin ich Mutter. So in der Hotelbranche weiterzuarbeiten, besonders in der Führung, wo ich früher stand, ist unmöglich. Und ich wollte auf jeden Fall selbstständig sein und das passte dann gut zusammen. Okay. Jetzt arbeite ich nur so viel, was ich annehmen kann, ja. So viele Projekte, wie viel ich annehmen kann. Und ich kann auch noch Mutter werden und sein und das macht mir auch sehr viel Spaß und das Allerwichtigste. Finde ich auch, ja, absolut. Die Zeit kann einem halt keiner mehr nehmen und wenn man dann nur für die Arbeit lebt, das bereut man vielleicht dann später, aber dann habe ich was, wo ich ein bisschen dann aufkurbeln kann und mehr tun kann. Das war auch das ursprüngliche Ziel, dass nicht absolut nur zu Hause bleiben und nichts tun. Ja. Das war auch die Idee von meinem Mann. Ich glaube, das kennt mein Studium von vorher und ja. Unser Thema ist ja heute Türkei. Also du bist ja Ungarin, hast du ja schon gesagt. Und aus welcher Ecke von Ungarn kommst du ursprünglich? Gerade das andere Eck. Andere Eck. Ich komme vom Westungarn, ganz nah von der österreichischen Grenze. Mhm. Ich bin in Sárvár, Badestadt Sárvár geboren. Und Türkei ist gerade Nordosten. Mhm. Also es ist eigentlich das größte... Die größte Distanz. Distanz in Ungarn, wenn man das so anschaut. Trotzdem kenne ich gut Türkei, kenne ich alle Regionen gut. Wie gesagt, früher als Importeur gearbeitet, also ich habe regelmäßig diese Regionen besucht und weil ich für Deutschland importiert habe, in erster Linie Türkei natürlich. Türkei war eine wichtige Region und ist auch geblieben. Die Geschichte vom Türkei ist ja ein Aspekt, was ihn so besonders macht, die Historie. Und er war ja auch in manchen Belangen Vorreiter. Und vielleicht kannst du kurz erzählen, wie so die Historie von dem Wein an sich ist. Ja, was ganz wichtig ist, natürlich jeder erzählt über tausend und mehrere tausend Jahre Geschichten von beim Weinanbau. Das kann man hier auch bestimmt finden irgendwo. Aber ich würde vielleicht 1737 erwähnen, wo die erste Lagenklassifizierung passierte überhaupt in Europa, was wenige wissen. Und da damals... Also noch vor Frankreich noch, vor, ne? Da muss man immer dazu sagen. Genau. Ja. Und damals wurden schon die
die Lagen nach Qualität klassifiziert und welche sind die besten Lagen. Mhm. Und die sind noch immer mit der gleichen Namen, die sozusagen die Grand Cru Lagen. Und da hatten wir eine kleine Pause in den schönen Zeiten mit dem Kommunismus. Mhm. Wenige wissen ganz genau, was das bedeutet hat. Aber das könnte man so vorstellen, wenn wir jetzt heute sagen in Frankreich, die großen Chateaus, mhm, ab morgen geben alle Landschaft und Chateaus, alles der Staat. Also Grundbesitz geht dem Staat über. Alles, mhm, geht dem Staat über, mhm, und die dürfen in den großen neuen Betrieb arbeiten für Lohn. Okay. Und mitbestimmen dürfen die nicht mehr. Mhm. Alles, was ohne Maschinen bebaubar, bearbeitbar, wird nicht mehr bearbeitet. Nur der Tiefland, wo, mhm, einfach ist und wo, okay, schnell geht. Also Masse und war da wichtiger. Wie Masse war wichtig. Mhm. Für Sowjetunion war mehr produziert. Mhm. Und einzige Voraussetzung war viel. Mhm. Und dann wurde natürlich das Ganze, was vorher aufgebaut wurde mit der Klassifikation und Qualität und wie wir das machen. Und die lange Geschichte mit der Wein der Könige, König der Weine, weil in der Monarchie jede, ja, Königsfamilie hat Tokaja Wein auf dem Tisch gehabt. Natürlich, das wurde dann mit dem Kommunismus kaputt gemacht, sehr viel, mhm, kaputt gemacht. Wie lange war denn eigentlich die Phase des Kommunismus? Ich bin so circa 50 Jahren. Mhm. Und nach der Wende, das kennt jeder in Deutschland, diese Zeit nach der Wende, dann kam Investition ins Land, mhm, und dann die großen Vega Sicilia, AXA, wir haben darüber vorher gesprochen, ja, die haben dann, Hugh Johnson kennt viele aus der Szene, viele haben hier investiert und die größeren Betrieben gekauft. Mhm. Aber was passiert damit mit ganz, ganz, ganz vielen, die nach der Wende, nach der Privatisation kleine Parzellen zurückbekommen, mhm, haben. Du hast nichts, du hast kein Geld, finanziell bist du null, aber du kriegst 3 Hektar zurück. Ah. Du kannst anfangen, wieder zu ackern und was zu schaffen. Aber du hast keine Maschinen, keine, nichts, Kellerausstattung, gar und nichts. Und auch keine Möglichkeit, das zu kaufen. Du kriegst keinen Kredit. Was vorher machst du dann mit deinem Weinberg? Ja, die haben das angefangen natürlich von null und dann Fässer gekauft. Aber verkaufen und auf den Markt zu bringen, mit Etikettieren, Abfüllen, Marketing, mhm, das alles ging es nicht. Und noch immer sind sehr, sehr viele, die besitzen gute Lagen oder einige Parzellen von guten Lagen. Und die müssen dann Traube verkaufen. Und dann einer der von den Großen, von dem haben wir auch der Weinhäuter, mhm, Grand Tokaj, die dann das aufkaufen und dann einen hochwertigen Wein davon am Ende machen können. Okay, also kann man schon sagen, dass die besten Weine von großen finanzstarken Häusern kommen und nicht, wie es jetzt manchmal in anderen Regionen gerade so gehypt wird, je kleiner der Betrieb, desto fancier der Wein. Also gibt's auch. Gibt's, man kann lauter Namen erwähnen. Es gibt sehr viele, aber das ist nicht, also das gibt keine großen Mengen. Okay, also die großen Hersteller, die bestimmen dann schon letzten Endes das Geschehen da in dem Bereich. Absolut. Und die, aber fantastisch finde ich ja, dass über 50 Jahre Dunkelheit dann trotzdem das Lagenwissen zum Beispiel ja noch erhalten geblieben ist, dass das nicht komplett vergessen geworden ist. Kann man noch sagen, nach welchen Kriterien die Lagen beurteilt worden sind? Ja, das Terroir kennt jeder, der ein bisschen mit Wein sich beschäftigt. Bodenzusammensetzung, Ausrichtung, wie hoch, welche Richtung, wie viel Sonne. Und eine sehr wichtige Voraussetzung in Tokaj ist, wie die Traube Botrytis kriegen kann. Mhm. Und wenn wir schon das ansprechen, dann kurz über Klima und Terroir. Mhm. Tokaj, Boden ist sehr felsiger Boden, mineralischer Boden. Mhm. Warum? Vor Millionen Jahren, da lag ein Pannonisches Meer, mhm, und unter dem Wasser
funktionierten Vulkanen, mehr als 300 verschiedene Vulkane, Unterwasservulkane. Mhm. Und die bildeten so kleine Hügel, so 300 Meter hohe, okay, kleine Hügel mit unterschiedlichen Mineralität, mhm, was dann auf der Oberfläche blieb. Okay. Und das ist wieder einzigartig in Tokaj. Nirgendwo Weinregion hat die gleiche Mineralität. Wir reden über Bentonit, Zeolit, mhm, Andesit und solche Mineralien, die gar nicht zu finden sind anderswo. Okay. Natürlich ist dieses Pannonische Meer verschwunden, blieb ein bisschen Sediment auch. Also das kann man auch finden. Das macht wieder das Unterschiede, mhm, zwischen verschiedenen Lagen. Aber diese Mineralität und diese tiefgründige Mineralität, mhm, macht das Unterschied einerseits. Andererseits das Klima und die verschiedenen Flüsse, Theiss und Bodrog, mhm, die für Bodrog diese wichtige Rolle spielen. Die liefern die Feuchtigkeit. Genau, gerade jetzt Oktober, Nebel entsteht, mhm, in der Nacht wegen den Flüssen. Dieser Nebel zieht hoch auf diese Hügel, mhm, wo die Lagen sind. Aber um 10 Uhr, 11 Uhr schon so stark die Sonne im Herbst, mhm, dass es trocknet ab. Mhm. Und so kann die Edelfäule entstehen, aber nicht der Trauben rotten und verrotten. Genau. Verrotten. Ja, das hatte ich auch schon öfters erwähnt, dass es halt der Wechsel im Tagesverlauf sein muss. Genug Feuchtigkeit für die Unterstützung der Pilzbildung, aber es darf halt nicht zu viel sein. Es muss abtrocknen unterm Tag, weil sonst verrotten die Trauben und es ist dann eben auch nichts gewonnen. Es ist, muss ein ganz feingliedriges Gleichgewicht zwischen Schimmelbefall und eben auch Trockenheit da sind, damit die Trauben am Ende dann noch weiterverwendbar sind. Du hast uns ja auch Steine mitgebracht, da stelle ich dann auch ein Foto ein auf meiner Homepage und als Kapitelfoto, die sind jetzt so leicht rötlich, das ist jetzt der klassische Stein, den man in dem Gebiet dann quasi, genau, findet. Genau, also das sind diese Tuffsteine, wo in den Tuff findest du ganz viel Bentonit und Zeolit Teile, wo... Das heißt, die Steine haben auch wahrscheinlich eine gewisse Speicherkapazität, ja, für Wasser, ne? Ja. Mhm. Die Wurzeln gehen 20, 25 Meter tief, mhm, in diesen felsigen Boden. Ich, ja, habe hier für dich Fotos von diesem Boden. Ah ja. Fotografiert, das ist in Kiesgrube und dann sieht man ganz schön diese Felsen. Neuanpflanzung ist sehr, sehr kompliziert natürlich, also die müssen das richtig reinbohren, mhm, und nicht einfach. Aber die Altreben, die tief Wurzeln sind, können von dieser 20, 25 Meter Tiefe, mhm, Mineralität mitbringen, das, ja, ist lange diskutiert, ja, bestimmt kennst du auch jetzt Mineralität, wer welche Meinung darüber hat. Ja. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass in einer mineralischen Umgebung andere Lebewesen, andere kleine Bakterien, mhm, leben können, was natürlich dann irgendwann der Rebe mitbringt. Also was wir schmecken aus dem Glas, die sind nicht die kleinen Mineralien natürlich, aber halt der Geschmack ändert, mhm, sich durch diese Mineralien, also wo die Wurzeln. Ja, durch die Umgebung einfach, leben, wo die, ja. Aber, ja, das heißt ja schon, also und die Wurzeln, also die Weinrebe wurzelt ja auch sehr tief und das ist der Vorteil ja von alten Rebanlagen, dass die auch nicht so trockenheitsanfällig, absolut, sind, dass man unter Umständen sogar auf Bewässerung komplett verzichten kann. Es ist vielleicht an der Stelle jetzt gar nicht so das, ja, Thema Bewässerung. Ja, Grand Cru Lagen gibt es keine Bewässerung, ja, und die reden auch nicht darüber. Die sind sehr, sehr angewiesen an das Wetter. Ein normales, gutes Jahr ist sehr ausgeglichen. Okay. Was wichtig ist für unser Süßwein, ist der Botrytis-Pilz. Dazu muss schon geregnet werden, mhm, ein paar Mal Anfang, mhm, Herbst. Und dann geht's los. Vom Boden kommt dieser Pilzbefall, mhm, von dem Boden. Da ist es eigentlich ständig, mhm, aber durch den der erste Regenfälle kommt das, mhm, und dann
das wird schon durch den Nebel im Leben gehalten. Okay. Und das macht das Unterschied, erster Linie. Bevor wir auf Botrytis nochmal genauer eingehen, was für Rebsorten haben wir denn? Da sind mehrere Rebsorten zugelassen sind für Tokaja klassifizierte Weine. Wichtigster ist der Furmint. Mhm. Den kann doch jeder aussprechen, ja, der zweite wird dann interessanter. Genau, der Harschlevelü ist ein bisschen schon komplizierter. Wir sagen auf Deutsch linderblättriger. Mhm. Der Name kommt von der Rebe hat die Blätter in sich auf ein Lindenblatt. Mhm. Lindenblättriger, der Muskat, gelbe Muskateller, Chargo Muscotai. Da haben wir noch Kövérszőlő, Zeta, so kleinere Sorten, die nicht so bedeutend sind, nicht so großen Mengen. Aber die sind die fünf wichtigsten. Okay, der wichtigste ist Furmint. Furmint und an zweiter Stelle, genau. Und der gelbe Muscatella, was spielt der für eine Rolle? Auf jeden Fall gibt Aromen und wird auch Botrytis befallen. Oft entsteht der Wein entweder 100% Furmint für Grundwein und die Assobeeren, weil die sind monatelang gesammelt aus verschiedenen Sorten. Also wenn man ein Assowein hat, kann sein, dass 5, 6, 7 verschiedene Rebsorten mitgespielt haben, okay. Aber vielleicht nicht im Grundwein, sondern als Botrytis-Beeren. Genau. Und die beiden Rebsorten an sich, Furmint ist ja, glaube ich, autochthon in Ungarn, das ist dort quasi zu Hause. Und der ist aber auch derjenige, der quasi den sehr hohe Zuckerwerte, glaube ich, bildet, was man ja auch braucht für den Grundwein und der auch am leichtesten von der Botrytis befallen wird. So ist wird, das, ne? Genau, absolut. Harschlevelü ist auch ähnlich, aber Furmint spätreifend. Aber dann lagert sehr viel Zucker ein. Die Süßweine sind dann im Grunde aber alles Cuvées. Also es gibt, zumindest in dem edelsüßen Bereich, gibt es keine reinsortigen Weine. Oder ist das eine Spezialität von dem einen oder anderen Hersteller? Es ist Entscheidung von dem Winzer. Das hängt natürlich von der Gegebenheiten ab, welche Lagen er hat. Wenn du schon das so ansprichst, dann muss ich über die Stile ein bisschen auch reden. Also drei verschiedene süße Stile. Late Harvest oder Spätlese ist einer, der viele kennen. In Tokaj, wenn wir über Spätlese sprechen, das Einzige ist, das muss kein Botrytis enthalten. Okay. Sonst die Methode ist wie an der Mosel oder was wir kennen. Ja. Dann kommt der Samorodny-Stil. Eigentlich das ist der wichtigste, war immer der wichtigste, weil die größte Menge, qualitativ hochwertige, größte Menge von Samorodny gemacht wurde. Samorodny von dem Polnischen kommt, weiß ich nicht gerade warum vom Polnischen, aber kommt von polnischer Sprache, bedeutet wie geboren. Mhm. Bedeutet, da habe ich für dich auch ein Foto, da haben wir eine Traube und diese Traube ist halbwegs noch gesund. Halbwegs schon vom Botrytis befallen. Und das wird einfach so auch gelesen. Also wie der Traube ist, wird geerntet. Jetzt muss man dazu sagen, wenn wir von Trauben sprechen, meinen wir den ganzen Henkel. Und was landläufig als Traube bezeichnet wird, heißt bei uns eigentlich Beere. Deswegen, wenn man jetzt sagt, die ganze Traube wird gelesen, dann ist es der komplette Henkel mit allen Beeren dran. Genau. Und dann im unteren Bereich sind mehr die Botrytis befallene Beeren. Und im oberen Schulterbereich, sagt man, im Schulterbereich, da sind noch quasi ganz normale, noch quasi fast auch gar nicht geschrumpfte Beeren. Und das wird so zusammen bearbeitet und entsteht ein Wein, der heißt Samorodny. Ausbau ist wichtig, muss mindestens ein halbes Jahr im Holzfass reifen. Was wir heute probieren, war ein Jahr im Holzfass.
Und erst nach der Lesen, zweite Jahr darf auf den Markt gebracht werden. Und wie geboren heißt jetzt einfach, dass keine Selektion im Weinberg stattfindet, sondern man nimmt einfach das gesamte Teil und verarbeitet edelfaule Trauben mit, in Anführungszeichen, gesunden Trauben gleichzeitig oder nicht getrennt, genau. Zumindest. Ja. Genau, und da kommt das große Unterschied zu Ossu, weil bei der Ossu-Wein, da wird selektiert, da wird schon von unterschiedlichen Sorten selektiert. Das wird bärenmäßig, einzelne Beeren werden gelesen. Mhm. Und das macht... Unglaublich aufwendig, ne? Ja, ja. Das macht der Herr Sepschi, einer der bekanntesten Winzer in Tokaj, er sagte, er kriegt immer wieder die Fragen, warum es so viel kostet. Man muss darüber nachdenken, dass 2 Monate lang Erntefamilien gehen mit einem Eimer die gleiche Reihen durch. Manchmal die fangen an Ende September und die gehen bis Mitte, Ende November manchmal, jeden Tag oder jeden zweiten Tag durch und Beeren pflücken. Und die Beeren, vielleicht die schaffen am Tag 20 Kilo. Aber die müssen sogar solche Leute sein, die das können. Nicht jeder erkennt, das ist jetzt gut, hochwertig, fertig, wird nichts besser und was wird noch besser. Oder was ist auch schon drüber, kann ja auch sein. Oder drüben. Ja. Und deshalb, die müssen immer die gleichen Leute haben, die schon ausgebildet sind. Die können nicht billige Ernte-Leute ins Land bringen und mit denen arbeiten. Also das ist sehr kostenaufwendig, zeitaufwendig. Und diese Beeren sammeln die im Keller mit großen, so mehrere hundert Liter großen Edelstahlbehälter heutzutage. Okay. Damals natürlich waren die aus Holz, Holzbottichen. Und da stehen diese, die sehen aus wie Sultanin oder wie heißen die? Rosinen. Ja. Die sehen so aus. Und von dem eigenen Gewicht in diesen Behälter, die lassen ein bisschen Saft raus. Die stehen da Monaten. Die sind mit einer Folie abgedeckt, wegen dem, dass nichts reinkommt. Und dann von dem eigenen Gewicht läuft schon Saft raus. Da hat er unten so eine kleine Ablaufstelle. Das wird gesammelt. Das wird irgendwann nach Jahren auch vergoren. Und das wird der Essentia. Okay. Also da passiert nichts, nur das eigene Saft von den Ossobeeren. Das ist deshalb sehr wenig. Also da kommt nicht viel zusammen. Ja. Auch bei einem großen Betrieb kommt nicht viel zusammen. Ja, ich habe in der letzten Episode, wo ich über Tokaj schon gesprochen habe, hatte ich gelesen, dass der Ertrag bei den Essentia-Weinen bei 1 Liter pro Hektar liegt. Also das ist absurd wenig. Das ist unvorstellbar wenig eigentlich. Diese geschrumpfte Beeren, diese rosinenartige Beeren, die haben nicht mehr viel Saft. Klar. Ist ja Sinn der Sache auch. Ja. Also da, was wirklich von diesen einige hunderte Kilo Gewicht noch rausläuft, das ist nicht viel. Also davon wird Essentia. Und Was kostet so eine Flasche 0,1 Liter Essentia, dass man mal eine Vorstellung hat? Eine Flasche, so ein 0,5 Liter Flasche, jetzt wurde auch verkauft bei letztes Jahr der Royal Tokaj hat eine Flasche für, ich möchte nicht Dummheit sagen, aber so mehrere Zehntausenden Dollar hat jemand in Asien das gekauft, ein Essentia. Die haben, ich glaube, 20 Flaschen oder so, wenn ich richtig bin. Jetzt müsste ich nachschauen, aber das war auch in den Zeitungen als teuerster Wein überhaupt verkauft. Die haben eine einzige Flasche. Okay. Letztes Jahr März habe ich diesen Nachricht gelesen. Aha. Also es ist ein Produkt, was eigentlich gar nicht käuflich ist oder auch nicht verfügbar ist, weil einfach zu wenig da das ist. Das kaufen vielleicht die Sammler oder jeder Winzer, der behütet vielleicht eine Flasche und als Medikament mit den kleinen Löffelchen kann man rennen. Hast du schon mal einen probiert? Ja. Und was war das für ein Erlebnis? Ja, es ist ein sehr, sehr süßer, sehr
voll mit Aromen. Du denkst nicht an Wein. Also ich kann auch nicht sagen, einen sehr süßen Wein, weil du denkst nicht an Wein. Es ist ein bisschen Richtung Honig schon. Es ist nicht so dickflüssig, aber so... Vom Geschmack erinnert es. Ja, es ist sehr, sehr intensiv. Ja. Sehr intensiv. Also zurück zu Ossu. Ja. Dann diese Beeren, was sie so lange gesammelt wurden, warten im Keller. Und irgendwann ändert sich das Wetter. Früher oder später, entweder kommt Frost oder Dauerregen, bedeutet, der restliche Teile von der Traube, was noch draußen hängt, müssen alle rein. Dann werden die alle ganz normal gelesen, verarbeitet, also gepresst. Und dann dieser Most fängt an zu gären. Das heißt Grundwein. Dieser Grundwein fängt an zu gären. Und wenn diese Gärung beim 8-10 Alkoholvolumenprozent steht, läuft noch die Gärung, weil das würde bis, besonders wenn es Vorment geht, bis 14 Volumenprozent bestimmt. Beim 8-10 ungefähr kommt diese Mischung in diesen Grundwein. Dann werden die Ossu-Beeren reingefügt, reingegeben. Und diese Maische, diese teigartige Menge, das ist aber dann quasi auch schon mit unterschiedlichen Rebsorten. Also da ist Vorment und der Lindenblättrige ist da mit drin und das wird dann quasi als Einheit zu in diesen Grundwein. Genau, diesen also da wird nicht selektiert. Dann wird nicht selektiert. Eine Idee wieder von Herr Sepschi war, und ich glaube, er geht ganz gezielt in diese Richtung, dass er Lagen selektierte Ossu-Weine produzieren möchte. Und das ist natürlich, wenn man diese ganze Methode jetzt überlegt, dass wir haben von der gleichen Lage die Grundwein, die Ossu-Beeren und nur aus dieser bestimmten Lage, dann kann ich einen lagenselektierten Ossu, zum Beispiel in Saint-Thomas-Lage, wo Herr Sepschi auch Weine hat. Also Grundwein und die Edelfaulen. Und alles von der gleichen Lage ist natürlich sehr schwierig. Also wird nicht über die Mengen da gedacht, nachgedacht. Also da wird ganz, ganz wenig entstehen. Natürlich. Ja, vor allem stelle ich mir die Entscheidung ja schwierig vor, zu treffen, welche Trauben jetzt für den Grundwein geerntet werden. Und da muss ich ja aber in derselben Lage ja auch noch was hängen lassen, damit die Edelfäule einsetzt. Also ich stelle mir das nicht. Der Grundwein kommt am zuletzt. Also wo, das sieht der Winzer im September. Habe ich dieses Jahr gute Voraussetzungen für Botrytis oder nicht? Irgendwann müssen die Entscheidung treffen, mache ich nur trockenen Wein? Die machen seit circa 10 Jahren, 15 Jahren trockenen Wein. Das war wieder die Idee von Herr Sepschi, muss ich ihn oft erwähnen. Trockenen Wein brauchen die, weil nicht jedes Jahr passiert Botrytis. Und dann sind die leer rausgegangen. Dann können die vielleicht Spätleser machen, aber nicht den Top-Ossu-Weine. Und deshalb trockenen Wein. Okay. Und die müssen entscheiden, okay, von dieser Lage, von dieser Parzelle, gewöhnlich kommt Botrytis gut oder hier passiert das sowieso selten. Das hängt davon ab, wie hoch wir in der Lage sind mit diesem Nebel. Ja. Also sind natürlich ideale Stellen, wo gute Chancen sind. Klar, die kennen. Also das geht alles um die Weinberg zu kennen. Und die müssen entscheiden, hier wird nur trockener Wein, davon können die auch natürlich Topweine produzieren, oder wir warten. Und vielleicht die warten und doch nicht passiert. Also das ist immer eine Entscheidung. Und dann noch in dieser Entscheidung danach diese Einzelparzelle oder Einzellage-Gedanke mit der Ossu-Wein, das ist sehr, sehr aufwendig. Sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Entscheidungen führen dazu am Ende, dass in der Flasche... Aber man sieht schon auch daran, wie wichtig Erfahrung und letzten Endes Tradition ist. Absolut. Und dass es auf die Menschen letzten Endes wieder ankommt, die hinter dem Produkt stehen. Dann schauen wir mal an, welche Weine du mitgebracht hast. Und zwar zwei Stück sogar. Vielen Dank schon mal dafür. Gerne. Ich habe beide Flaschen von der Firma Grand Tokaj. Die hießen früher Tokaj Kereske Dühas. Das ist eigentlich der einzige Weingut, der noch immer im staatlichen Besitz ist. Okay. In gutem Sinne würde ich sagen, weil der Staat hat
vor circa 5 Jahren sehr viel da investiert. Die haben alles erneuert, okay, alles absolut Europaniveau. Also Kellertechnik meinst du? Kellertechnik und nicht nur Kellertechnik, sondern auch im Weinberg. Einzigartig ist, da kann man wirklich sagen, was die mit verschiedenen Universitäten zusammen ausgearbeitet haben. Es gibt ein System, der mit Hilfe von Satelliten den ganzen Tokajer Weinberg beobachtet. Die können auf die einzelnen Rebstock runterschauen, mhm, und gucken und folgen, was passiert. Ja, das ist, ich kenne es nur aus dem Napa Valley eigentlich so, dass die dort eben die, ich weiß gar nicht, das Micro Vineyard Management oder wie die das nennen, also wirklich pro Rebzeile oder einzelne Stöcke zum Teil unterschiedlich bewässern, den Boden beurteilen, etc. etc. Also es ist schon sehr, ja, extrem, hier war, ne, irgendwie. Die kaufen von 1000 Hektar. Mhm. Tokaj hat insgesamt so angebaut, so 4.000-5.000 Hektar. Und die kaufen von 1000 Hektar Trauben. Und die müssen wissen, was die kaufen, wie das Ganze bearbeitet war, mhm, ob das gespritzt war oder nicht, mit dem richtigen Mittel gespritzt war, in der richtigen Zeitpunkt gespritzt war, in welche Qualität die Trauben, mhm, in welche Qualität ist der Boden und. Also die müssen alles folgen. Ja. Und auf 1000 Hektar, das ist nicht einfach. Fläche, das ist eine, ja, riesige Fläche. Mhm. Und so können die Qualität erster Linie schon bestimmen. Und jeder weiß, der mit Wein sich beschäftigt, die Qualität kommt erster Linie aus dem Weinberg. Ja. Und da haben die schon sehr, sehr modern und sehr klug investiert. Und auch Kellertechnik, auch mit den Personen, die da arbeiten, die haben einen der besten Winzer geholt, der mit Süßweinen sehr, mhm, guten Namen sich gemacht, mhm, hat, der Karoy Arch. Er hat auch ein privat kleines Weingut, aber er arbeitet auch für die. Und ja, die machen tolle Weine, aber wir probieren uns. Soll der Wein, genau, für sich? Soll der Wein für sich sprechen? Ich schaue immer anfangs die Flasche an, bespreche das Etikett, weil das ja das ist, was der Kunde im Laden dann sieht und darauf er auch seine Entscheidung treffen soll. Vorne ist es relativ schlicht gehalten in dem Fall. Eddes, ich glaube, steht für süß, weil Samorodny gibt es ja trocken und, genau, süß, aber ich glaube, das Wesentliche ist die süße Variante. Genau, ja, so ist das. Und da gibt es ein Rückseitenetikett, da schreiben sie jetzt Tokaj mit J-I, das ist vielleicht sogar eine... Weil da ist als Adjektiv geschrieben, okay, Tokaj, also Tokajer. Ja. Süßer Samorodny. Ah, okay, alles klar. Also hier ist nicht nur Regio-Bezeichnung, sondern als Adjektiv. Gut, da oute ich mich jetzt aus Ungarisch nicht kennen. Ja. Ich dachte mal, ich habe es nur irgendwo mal gelesen, dass irgendwo ein I mal vorkommt, aber das ist dann quasi der Wortstamm nur. 2013 vielleicht noch, wie wichtig sind Jahrgänge im Bereich? War ein guter Jahrgang. War ein guter Jahrgang, der 13er auch für trockene Wein. Mhm. Und also sowohl trocken als auch Süßweine. Die Jahrgangsschwankungen spielen eine große Rolle? Im Süßweinbereich sogar mehr, wegen, okay, Botrytis, mhm, ob es passiert oder nicht, aber auch wie bei anderen Regionen, beim trockenen Bereich auch. Sind komplette Jahrgänge, wo gar keine Osso entsteht, passiert. Mein erster Sohn aus 2003, und ich wollte immer ein guter Tokaj Osso. Und es ist leider schwierig, sehr wenig, wenn überhaupt was. Ja. Also. Und in den Jahren, wo keine Botrytis stattfindet, macht man dann auch Samorodny? Die versuchen oder eher nur trocknen Spätlese dann? Oder, okay. Auch, ja. Okay. Dann haben wir Alkohol, 12% ist, glaube ich, relativ normal. Ne? Das ist so relativ das normal, aber dazu muss man sagen, das hat nicht so extrem hohe Süße. Da hier haben wir nur 52 Gramm pro Liter, mhm, Restsüße. Aber dazu haben wir, was spannend in Tokaj, 6 Gramm pro Liter Säure. Und das ist wieder, was das Unterschied macht unter den Süßweinen.
beim Türkeier Süßweinen, wir haben eine sehr, sehr angenehme Balance zwischen Süße und Säure. Schenke ich dir immer ein. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt die Gläser genommen, Beata. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir noch ganz kurz zum Verkosten sind die in Ordnung, aber zum normalen Genuss verwendet man dann in Anführungszeichen normale Süßweingläser am besten, oder? Genau, kannst du auch die kleinen Likörgläser nehmen. Ich trinke immer aus dem. Aus den größeren. Größeren Glas, aber ich trinke auch Sekt aus normalem Weinglas. Also ich mag meine Gläser und. Was hast du für Gläser? Ich liebe Gabriel-Gläser. Okay. Aber weil ich 4 Kinder habe, ich habe das ganz versteckt. Und jeden Tag habe ich nur den Zwiesel, Verkostungsgläser von Zwiesel. Ja, ich habe also mich... Also die halten viel aus. Ich habe mich letztens mit ein paar Gläsern von Salto eingedeckt und... Ich trinke sehr gerne aus denen, aber habe immer Angst beim Reinigen, dass ich sie kaputt mache. Also das ist auch irgendwie so ein bisschen nicht alltagstauglich zumindest. Nein, Soll man die Paril verkosten? Oder? Ich würde empfehlen, ja. Dann kriegen wir auch das, das Unterschied zwischen zwei. Also das wirst du schmecken, den süßen Unterschied. Und solange du aufmachst, erzähle ich vielleicht darüber, was die Vorschriften bei der Osso Wein sind. Mhm. Also die Rebsorten, die erlaubt sind, das haben wir schon erwähnt, aber sind einige Vorschriften neu dazugekommen, weil aus der kommunistischen Zeit waren 3-4 Putonosch Osso-Weine, die nicht mehr die Qualität hatten, was die qualitätorientierte Winzer gut fanden, sage ich mal so. Und immer mehr war die Richtung, die Erwartung, dass ein Tokajer Osso muss ein hochwertiger Wein sein. Mhm. Und wenn man die Bereitung versteht, dieses Verhältnis, dieses Mischen von Osso-Beeren mit Grundwein, je weniger Osso-Beeren ich reinmische, desto weniger Putonosch war der Wein. Mhm. Das kommt von den alten Traditionen, das versuche ich immer wieder zu erklären, diese Putonosch, was bedeutet das? 3, 4, 5 und 6 Putonosch gab's noch vor 10 Jahren auch. Mhm. Und ursprünglich, das war so eingestellt, diese Level, dass ein Günzerfass, dieser 138 Liter große Günzerfass, war der Grundwein und ein Putton, ein Bütten Osso-Beeren war ca. 20-25 Kilo. Mhm. Und in diesen Grundwein, wie viel Bütten Osso-Beeren gegeben worden sind, das hat ein Verhältnis bestimmt und ein Niveau bestimmt. Okay. Natürlich wird heutzutage nicht so gemacht, sondern mit der Süße gerade bestimmt. Mhm. Und die haben gesagt, der Mindestsüße, Restsüße gerade ist der 120 Gramm pro Liter. Mhm. Das ist eigentlich von der ehemaligen 5 Putonosch der Minimumniveau. Okay. Und immer 30 Gramm pro Liter war Die Abstufung. Okay. Mhm. Und heute, wenn du ein Osso-Wein kaufst, manchmal steht gar nicht darauf Osso, Putonosch, wie viel Putonosch, nur Osso. Dann kannst du davon ausgehen, dass es mindestens ein 5 Putonosch ist. Ist okay. Also von der Qualität. Dann sind so Vorschriften, natürlich die Handlese, Botrytis cinerea, diese Restsüße, das mindestens 120 Gramm pro Liter sein muss. In unserem Fall haben wir jetzt, was schätzt du, wenn du probierst die... Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte jetzt gerade nochmal auf die Flasche zu sprechen kommen. Also die schaut im Prinzip genauso aus vom Etikett, außer dass vorne jetzt Asu eben mit draufsteht, was auf die spezielle Herstellungsmethode dann bezieht. Und drunter eben 5 Putonosch, was dann eben den Süßegrad ausgibt. 9,5% Alkohol, ich glaube, ist auch normal. Das ist tendenziell weniger wie in Samorodny Wein. Und auch 2013, wie es du schon gesagt hast, genau. Ansonsten haben wir hier hinten noch drauf das Standardemblem von der EU für
Protected Designation of Origin. Ich glaube, das ist schon ein Thema in Ungarn, weil der Name Begriff Tokaj wurde ja bei von vielen Ländern und Regionen verwendet und man ist, glaube ich, schon auch zu Recht sehr stolz drauf und möchte halt den Namen am liebsten halt nur selber verwenden. Deswegen wird es, glaube ich, hinten nochmal extra erwähnt. Ich würde sagen, wir fangen wahrscheinlich mit dem Samorodny an. Der hat ein bisschen weniger Zucker wahrscheinlich. Ja. Und vielleicht ein bisschen leichter. Das muss man gerade mal hier nehmen. Von der Farbe her, ich würde es jetzt als ein mittleres Goldgelb vielleicht bezeichnen. Also definitiv im direkten Vergleich ist der Samorodny ein bisschen heller. Durchaus einen wässrigen Rand auch. Und natürlich ist der Wein klar. Es gibt ja, also die sind alle klar. Ne? Da gibt es nichts, dass man... Du musst wissen, die sind 6 Jahre alt jetzt. Also irgendwann natürlich die Farbe ändert sich. Grand Tokaj macht das ganz modern. Der Ausbau der Weine ist eine moderne. Also alle gieren in Stahltank. Mhm. Und erst nach der Gärung kommen die im Holzfass. Die nutzen auch gute Qualität von dem Holz. Was zum Terroir ist das französisches gehört. Holz oder ist es ungarisches Holz? Das wollte ich genau sagen. Die sagen, zum Terroir gehört auch der Fass. Mhm. Und Semplingebirge hat gute Eiche. Mhm. Und die meisten guten nutzen ungarische Eiche. Mhm. Also hier in Tokaj auf jeden Fall. Ja, von der Nase her, also die erste Assoziation ist für mich Honig oder Bienenwachs. Sehr viel Dörrobst. Dörrobst, trockene Früchte, genau. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, was es ist. Vielleicht Aprikose ist immer so ein... Genau, Aprikose ist oft dabei. Bisschen Dattel, finde ich, kann man sich noch reindenken. Geschwenkt ändert sich jetzt relativ wenig, was jetzt aber gar nicht schlecht ist. Also mir gefällt ja sowas, ich bin ja so ein Süßwein-Freak. Man trinkt es irgendwie mal zu wenig, aber... Ist eigentlich unverständlich für mich, Verkaufszahlen von Süßweinen. Wenn wir Veranstaltungen haben, Messen haben, wo wir die Weine auch zu verkosten anbieten, es wird so viel probiert, es wird so viel getrunken und nicht nur von Frauen. Und das ist für mich eine Überraschung, wenn ich die Zahlen anschaue, weil wenn man ein bisschen Wein Liebhaber, ein bisschen Weinkenner ist. Ich habe ein Menü. Ich esse ein Vorspeise, Hauptgericht, dann brauche ich etwas danach, ein Dessert. Und diese Weine sind perfekt Dessertweine. Da brauchst du keinen Kuchen mehr zu essen. Du nimmst vielleicht sehr gut was zu Tokaj, Süßweinen, Blauschimmelkäse, Walnuss, und die Kombination von diesen, also mit verschiedenen Käsesorten und Nüsse, kann man fantastisch gut genießen und du musst nicht unbedingt Kuchen oder irgendwelche Dessert-Kreationen nehmen. Und das macht einfach Spaß. Und wenn du einen guten Steak vielleicht gegessen hast vorher mit einem guten Rotwein, ich bin nicht sicher, dass man noch einen Schokokuchen stützen möchte. Besser nicht wahrscheinlich, ja. Und die haben die Säure, sogar der Ossu hat in dem Fall auch genug Säure, was natürlich hilft. 7,7 Gramm pro Liter Säure. Sogar diese Ossu hat mehr Säure als unser Samorodny, obwohl die Süße ist 170 Gramm pro Liter Restsüße. Und beim Samorodny haben wir jetzt hier in dem Fall 52 Gramm pro Liter Restsüße und 6 Gramm. Also was Säure. Bei dem Samorodny jetzt auf jeden Fall auffällt im Mund, ist die frische Säure. Ich finde, der Wein, der hat auch eine relativ geringe Viskosität, also er wirkt eher leicht im Mund, gar nicht, was man jetzt vielleicht landläufig immer aus Süßwein meint, dass es dickflüssig, klebrig ist, ganz und gar nicht. Sehr frisch. Sehr frisch, sehr elegant, geringe Viskosität und kommt auf jeden Fall sehr elegant daher. Also so würde ich es jetzt eigentlich beschreiben. Von der Aromaintensität her ist es auch nicht überbordend, das ist dezent, trifft es jetzt auch nicht. Es ist relativ kalt, natürlich, wenn man das ein bisschen lässt. Was ist die optimale Trinktemperatur? Die empfehlen beim 8-10 Celsius. Ich sage immer, das ist natürlich sehr subjektiv. Ich bin zum Beispiel diejenige, die
egal ob es Weißwein oder Rotwein, alles ein bisschen einen Tick wärmer gerne trinken. Okay. Dann kriege ich einfach mehr Aromen, mehr raus. Sind Konsumenten, die alles lieber kälter. Ich sage es, das ist ein etwas, was man angibt, aber man muss sich selber hintasten. Ja. Wobei ich schon eher ein Verfechter bin, wo zumindest gerade im Rotweinbereich schon glaube, dass wir unsere Weine oft viel zu warm trinken. Und wenn man es dann mal vernünftig temperiert bekommt, dann sind die Leute immer geschockt, wie es schmeckt oder wie es einem vorkommt. Aber der Abgang ist auch durchaus lang. Also der Wein bleibt lange im Mund eigentlich haften. Also finde ich, ich bin echt gestern schon, als ich die andere Folge aufgenommen habe, war ich schon begeistert eigentlich von dieser Frische, Leichtigkeit, Eleganz, aber trotzdem der Länge. Die Aromen haben einen gewissen Druck auch dahinter. Also er kann auch als Essensbegleiter, wie du eben gerade schon gesagt hast, sehr gut funktionieren, weil er einfach, denke ich, auch eine ganz große Bandbreite an Desserts zulässt. Ne? Spannend war, dazu muss man auch kochen können. Aber in Tokai sind einige sehr gute Restauranten. Mhm. Und es gibt da Első Mádi Borház, das kann ich nur auf Ungarisch sagen. Und das andere fällt mir gerade nicht ein, vielleicht später. Gusto heißt der andere. Gusto-Restaurant, wo die speziell zu den Tokajer Weinen auch kochen. Mhm. Es gibt noch andere. Die sind auch in Tokaj. Die sind dann in Tokaj. Mhm. Die zwei, die ich erwähnt habe, die sind in Mad, im Dorf Mad. Und da habe ich das Erlebnis gehabt, dass ich habe ein Menü gegessen, mehrmals passierte schon, dass man ein Menü bestellt und jeder einzelne Gang hast du ein Tokajer Süßwein. Mhm. Und du würdest denken, oh mein Gott, die haben schon Ziegenfarm da oben. Aha. Mehrere Winzer züchten Ziegen, zum Beispiel den Ziegenfleisch, harmonisiert sehr gut mit der Samorodni-Wein. Unglaublich schmeckt es. Fantastische Harmonie zwischen Ziegenfleisch, der so irgendwo im Braten zubereitet war, mit Samorodni-Wein. Unglaublich. Da werden wir jetzt nicht drauf kommen, ne? Nein. Also es ist fantastisch. Also und was für Soßen haben die dann da dazu? Waren die dann auch Weinsoßen irgendwie gemacht? Oder? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon Jahre her, leider. Ich muss wieder hinfahren. Das Zeit wird's. Aber die kochen zu diesen Weinen und du kannst es nicht nur als Dessert ändern. Sind auch Bücher, schon Kochbücher, die dann da verkaufen und schreiben. Also es ist nicht so einschichtig, wie man das denkt, das Süßwein nur als Dessert zu trinken. Ja, das ist das, was mich eigentlich persönlich am Weinthema insgesamt so fasziniert, ist einfach die Vielschichtigkeit, die gar nichts damit zu tun hat, mit dem Schubladendenken, wie man es oft jetzt landläufig halt erlebt. Also die Rubina, mit der ich ja das Madeira-Interview gemacht hatte, die hat mir eben auch erzählt, sie machen auch mehrere Gänge-Menüs und zu jedem Gang gibt es einen Madeira-Wein und würde man auch eher immer in die Dessert-Ecke stellen. Aber auch hier ist es so, die Bandbreite der Stile ist so groß, dass man im Prinzip zumindest zu Demonstrationszwecken mal zu jedem Gang eigentlich halt auch ein Madeira servieren kann. Ja, und das ist das, wo ich halt versuche, immer in den Seminaren auch zu vermitteln. Die Leute müssen probierfreudig sein, aufgeschlossen und dann erlebt man auch Geschmackskombinationen, die einen förmlich aus den Schuhen raushaut, weil man damit eigentlich gar nicht gedacht hat und es auch von der Theorie her vielleicht gar nicht passen sollte. Das ist das Erlebnis für mich. Dafür brauche ich hinzugehen, sowas zu erleben, weil natürlich ein normales Durchschnittsrestaurant bestellt man von der Karte, kommt der Sommelier, empfiehlt etwas, was gängig, wo er auch sicher sein kann. Das ist nicht einfach. Aber gerade bei solchen Möglichkeiten muss man offen sein, weil da lernt man was und Erlebnis. Also sowas ist für mich immer Erlebnis. Absolut. Wie hoch würdest du da jetzt den Botrytis-Anteil schätzen bei dem Samorodni? Weil mir kommt es jetzt eher verhalten vor. Man hat zwar schon den Anflug, klar, von Botrytis, ja immer diese Orangenschalen-Aromatik ein bisschen, aber
eher zurückhaltend, hätte ich es jetzt hier beschrieben. Ne? Ja, also ich bin dazu wahrscheinlich wenig ausgebildet oder verbringe wenig Zeit mit dem Winzer, dass ich das so richtig schätzen kann. Aber was man rausriecht, rausschmeckt, besonders Verhältnis der Assowein ist viel weniger. Viel weniger. Also der Assowein hat auf jeden Fall ein kräftiges Goldgelb. Das geht schon langsam rein ins Bernsteinfarbene. Ist auf jeden Fall deutlich dunkler wie der Samorodny. Auch in der Aromatik ist es sehr reich. Deutlich anders. Ja, ja, viel opulenter. Ja. Ja. Auch intensiver. Botrytis kommt wesentlich stärker zum Tragen natürlich. Du kannst auch ein bisschen auf Botrytis zurückgreifen mit der Restsüße, weil der Süße in diesen Süßweinen kommt in dem Sinne von diesen Botrytis-Beeren. Natürlich kommt von den Grünweinen auch etwas Süße, weil die spät gelesen werden. Mhm. Aber die richtige Süße kommt von der Botrytis. Mhm. Befallenen Beeren. Also nicht selber von diesem Pilz, sondern von der ganzen Beere. Und wenn man das Verhältnis überlegt, was wir gerade erwähnt haben, dann das ist nicht nur süßer, sondern halt mehr ein Botrytis-Effekt hat. Also der ganze Körper ist viel kompakter, wuchtiger, vielleicht ein Stück auch rustikaler im Sinne jetzt von, er bringt einfach viel mehr Gewicht auf die Waage. Ich denke, das soll er ja auch haben. Sehr lang, absolut lang. Viel, viel länger. Also echt schon wirklich sehr, sehr lecker einfach. Das ist die Länge, mein Lieblingssatz von Paula Bosch, Beata, du wirst die Länge erst dann verstehen, wenn du einen Wein probiert hast. Hast du den Abend schön verbracht, dann gehst du aus der Tür raus und der Wein sagt noch immer Hallo, ich bin hier, du hast noch immer die Erinnerung im Mund, das ist die Länge. Mhm. Und ich glaube, bei solchem Dessertwein, das hast du dieses Gefühl, dass noch nach lange, lange Zeit, du hast dieses Erlebnis im Mund. Mhm. Das können diese sehr intensive Süßweine. Total, ja. Ja, der wird gar nicht weniger im Mund, also es ist echt faszinierend. Aber dazu muss man es halt auch im Vergleich verkosten, um halt die Unterschiede zu schmecken, weil ich finde es immer extrem schwierig, einen alleinstehenden Wein eine Aussage zu treffen. Aber da merkt man schon, also er hat deutlich mehr Zucker, aber die Säure balanciert das perfekt aus. Er hat halt insgesamt mehr Kraft und Volumen, aber der Unterschied ist schon noch extrem. Also da ist das guter Einstieg, halt mehr von Eleganz und Leichtigkeit geprägt und hier hat man halt schon eine richtige Wuchtbrumme. Wie liegen denn die preislich, die beiden? Das wollte ich gerade ansprechen. Also ein Samorodny-Wein hier in Deutschland ist schon ja zwischen 15 und 25 Euro. Kannst du schon eine gute Qualität kaufen. Mhm. Und von Assowein gerade geht da los, wo Samorodny aufhört. Also da gute Qualität, sage ich mal, unter 30 Euro. Schwierig zu haben. Ein Top Assowein von Herr Sepschi, da liegen wir schon so bei 100 Euro ungefähr. Okay. Für die halbe Flasche. Für die halbe Flasche, genau. Und dann jetzt kommt ins Spiel, diese Lagen selektiert und wie alt und Co. Dann kann man natürlich, aber Durchschnitt, ein aktueller Jahrgang, dann liegt bei dem Preis. Und es lohnt sich nicht, da auch in die günstige Richtung schauen. Und alte Flaschen, also da muss ich immer ansprechen, wenn es um Tokai geht. Wenn jemand mich fragt, ja Beata, ich habe ein 30 Jahre alter Tokaier, dann ist das jetzt großer Wert und ich bin jetzt reich mit dem Wein. Und ich sage immer, du Arme, wenn das aus der kommunistischen Zeit von einem Betrieb stammt, der ja, nicht unbedingt. Dein Wein sieht bestimmt sehr braun aus, klebt unglaublich, Qualität ist quasi nicht empfehlenswert. Ja. Also ich empfehle das nicht überhaupt zu trinken, also nicht Qualität. Also da diese Flaschensammlung und alte Weine, mal so, mal so. Okay, also ist schon wichtig, darauf zu achten, jetzt nach der
postkommunistischen Zeit sind zu kaufen. Sind schon Flaschen. Da muss man richtig Kenner sein, woher. Mhm. Das war jetzt der 50 Jahre Jubiläum vom 56, also die Revolutionszeit von Ungarn. Und die haben einige Süßweine neu abgefüllt, also von den alten Flaschen neu abgefüllt. Und da war eine exklusive Verkostung. Leider war ich nicht dabei, aber ich habe die Nachrichten mitgekriegt. Und überraschend schön waren die Weine noch immer. Okay. Also sind Ausnahmen, aber da muss man schon vorsichtig sein. Also eine alte Tokaja, älter als vor der Wendezeit, also das weiß jeder in Deutschland, dieser Zeit, wann das war, vorher, wenn der Flasche aus vorher kommt, da muss man schon vorsichtig sein. Okay, also vor 89 dann 89. quasi. Mhm. Ja, da muss man vorsichtig sein. Mhm. Okay. Ja, Max, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du noch hinzufügen möchtest? Eigentlich, wir haben, ich glaube, über die Weine, über Region viel geredet. Man kann gerne nachlesen, auch auf der Homepage von dem Weingut Grand Tokaj. Mhm. Oder gerne bin ich immer zu erreichen und zu Fragen beantworten, wenn jemand über ungarische Weine mehr haben oder hören möchte. Ich verlinke dich dann natürlich auch in den Shownotes. Wenn jemand von der Szene, von der Weinszene kommt, gerne eingeladen zu ProWein immer. Da bist du halt am Ungarn-Stand? Ich erscheine ab und zu, halte ab und zu Seminare. Letztes Jahr habe ich auch sogar zwei Seminare gehalten mit der Auge, was passiert gerade in Ungarn und in ungarischer Weinszene, worüber reden wir, welche Fragen beschäftigt die Winzer in Ungarn. Und das war so ein bisschen so ungewöhnliche Verkostung. Ich suche immer selber die Weine aus. Okay. Und ich erlaube mir, das nicht von verschiedenen Verkaufswünschen zu beeinflussen. Also da bin ich unabhängig und mache ich, was ich gerne machen möchte. Mhm. Und ja, also ich bin da. Die haben immer jedes Jahr ein Botrytis Bar, was ich toll finde. Das ist auf dem Stand. Und in diesem Botrytis Bar geben jeder Tokaja Winzer Süßweine. Und da sind Sommeliers, die jeder, der da vorbeikommt, kann die Süßweine probieren. Mhm. Und gerade was du jetzt angesprochen hast, wo kann man die vergleichen? Das ist eine gute Möglichkeit, in diesem Botrytis Bar einfach zu sagen, okay, ich möchte jetzt 5, 6 verschiedene Osso probieren von verschiedenen Lagen, verschiedene Winzer. Und dann sieht man ein bisschen besser, dann versteht man ein bisschen besser. Kriegt man ein bisschen besseren Überblick. Ja. Weil natürlich die Stile unterschiedlich sind. Grand Tokaj in dieser Form, was ich jetzt hier habe, es ist mehr Richtung modern, obwohl die schon 6 Jahre alte Weine sind. Sind einige, die mehr traditionell arbeiten, dass die im Stahl ausbauen oder im Holzfass. Reifen muss das sowieso im Holzfass, aber die Gärung, wo entsteht und so weiter. Es sind so viele Punkte, wo Unterschiede sind, wo die Winzer die Lagen haben. Mhm. Manchmal eine Parzelle macht das Unterschied. Also da. Ich würde sagen, wenn es Richtung ProWein geht, dann erwähne ich das in einer der Folgen nochmal, wo du zu finden bist, auf welchem Stand, in welcher Halle. Ich war letztes Jahr auch auf der ProWein, habe da so eine Sondersendung gemacht und habe auch mit meinem Mikrofon dabei manchen Vorträgen mitgeschnitten, bei 4, 5 Stück. Bis Ungarn habe ich es leider nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die ProWein, die erschlägt mich immer. Ich komme da an. Bin ein verlorenes Elektron im Universum und dann nimmt das langsam Fahrt auf und am Schluss ist man nur noch am Hetzen und Rennen von ich einem. Ich schaffe die ein Zehntel nicht, was ich immer plane. Ja, also unmöglich. Nächstes Jahr plane ich mal 2 Tage. Bisher war es immer ein Tagesausflug für mich, aber nächstes Jahr. Ich bin 4 Tage da. 4 davon Tage. 3 Tage ist die Messe. Oh, ja. Aber es gibt schon viele Veranstaltungen am Samstag. Also ich bin immer 4 Tage da. Trotzdem schaffe ich nicht viel. Man muss schon vorher planen. Und manchmal denke ich mir auch einfach, weniger ist mehr, dass man sich die Zeit nimmt und auch einfach den Moment genießt, mit netten, interessanten Leuten zu sprechen, die Weine genießt und nicht
da wie im Teilchenbeschleuniger da auf der Messe unterwegs ist. Dann würde ich sagen, Beata, bedanke mich recht herzlich. Ich würde mich freuen, dich nochmal an der Stelle bei meinem Podcast Wein verstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen, wenn man nochmal in der Zukunft, das dauert aber noch etliche Monate, bis man dann in Ungarn mit den Stillweinen uns beschäftigen. Da würde ich mich freuen, dann dich nochmal begrüßen zu dürfen, wenn du da Zeit und Lust hast. Gerne. Herzlichen Dank für die Weine und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. So, dann möchte ich euch noch die Weine für Episode 18 verraten, die dann am 30. November erscheinen wird. Und zwar widmen wir uns dann den Cosmos Sherry zu. Man könnte zwar über Sherry wahrscheinlich auch 5 eigene Episoden machen, ich werde aber auf das Thema Sherry nochmal eingehen, wenn wir Spanien als Weinland behandeln werden. Jetzt am Anfang meines Podcastes, fast zum Jahresjubiläum, würde ich aber gerne einfach mal Sherry kurz und knapp einführen mit 2 typischen Vertretern. Einen Fino Sherry. Ich habe mir einen von Emilio Lustau gekauft. Solera Reserva Jarana heißt der. Ohne Jahrgang, für 12,50 Euro in etwa habe ich den bezogen. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen oder einen anderen Fino Sherry euch besorgen. Das ist für unsere Zwecke zunächst mal ausreichend. Und der zweite Sherry ist von González Bias Solera 1847 Oloroso Cream. Da bin ich selber ein bisschen gespannt, was das Cream bedeutet. So, ich habe schon länger keine Sherrys mehr getrunken. Ihr könnt euch aber auch hier wieder jeden anderen Oloroso Sherry besorgen. Damit werden wir dann auch das Thema Weinstile abschließen. Ich bin noch auf der Suche nach einem Interviewpartner für die Folge 19. Und damit wird dann zum Jahresende auch der Überblick über die wichtigsten Weinstile abgeschlossen sein und wir schlagen dann beginnend mit dem neuen Jahr dann ein ganz neues Kapitel auf. Ja, dann war es das im Grunde auch schon wieder. Ich hoffe, euch wird das Interview mit Beata gefallen. Ich fand es sehr, sehr spannend, auch wieder ganz persönliche Einblicke von meinem Interviewpartner erfahren zu haben. Ich finde, das zeichnet das genau aus, wenn man sich eben mit Experten unterhält, die die Region aus dem FF kennen, die auch Tipps parat haben, wie zum Beispiel Restaurants in unserem Fall oder auch spezielle Mitbringsel wie den Stein oder eine tolle Karte. Das ist genau das, was ich so toll an diesen Interviews finde. Und ich hoffe, ihr findet es genauso, findet Gefallen dran, auch wenn ich hier und da mal aus Feedback schon bekommen habe, dass die Interviews ja für den ein oder anderen Einsteiger vielleicht ein bisschen zu speziell schon sind. Ich finde es ehrlich gesagt eine gute Mischung. Zum einen die Seminar-Episoden, wo wir die Weine besprechen und dann nochmal ein Interview nachgeschoben mit einem Experten, wo wir uns das Thema nochmal im Detail aus einer persönlichen Perspektive erklären lassen. Da würde ich euch aber auch gerne nochmal aufrufen, mir Feedback zu geben und am besten per E-Mail, Facebook Messenger oder auf meiner Seite auch, weil ich möchte ja, dass die Sendungen euch in erster Linie gefallen. Meldet euch bei mir, auch mit Themenvorschlägen oder Anfragen als Verkostungspartner, was auch immer. Ich freue mich über jede Zuschrift, jede Meldung, jeden Anruf von euch. Denkt daran, bitte bei iTunes mich zu bewerten und einen Kommentar zu hinterlassen. Wir waren letzte Woche nämlich schon auf Platz 3 in German Food. Das finde ich einen großartigen Erfolg, vor allem wenn man die Konkurrenzprodukte in Anführungszeichen sich anschaut, stehen da ja immer große Verlage dahinter und wir
Wir sind hier eine kleine, aber feine Wein-Community. Umso mehr freut mich das, dass ich so viele treue Zuhörer habe. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen November und verbleibt wie immer mit genussreichen Grüßen, euer Florian aus München. Ciao, Servus, bis zum nächsten Mal.